Aus aktuellem Anlass noch ein paar Übungen zum Reaktionsgleichen aufstellen. Übungen zum, naja, besser gesagt, nicht aufstellen, sondern zum Ausgleichen chemischer Reaktionsgleichungen. Ich empfehle Folgendes. Ich werde diese Übung relativ kurz gestalten, insofern, dass ich die Gleichung aufschreibe, erkläre, wie ich das ausgleiche, und dann empfehle ich ganz einfach dem, der zuschaut und zuhört, kurz die Pause-Taste zu drücken und diesen Vorgang selber nochmal nachzuvollziehen, und danach geht es erst weiter. Also dann wieder weiter, das nächste angucken, beziehungsweise das selbstgeschriebene korrigieren. Das ist wie bei Mathematik. Mathematik muss durch die Hand, und da das hier auch ein bisschen mit Mathematik zu tun hat, muss das auch durch die Hand. Ich habe mir einige Gleichungen so vorgenommen, die man mal demonstrieren könnte, wie sie ausgeglichen werden. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, und zwar, ich möchte Kohlendioxid, ne, die, davon kommt die 2, mit Kohlenstoff wieder zusammenbringen, auf dass ich Kohlenmonoxid daraus mache. Wie man schon sieht, lasse ich hier immer vor diesen einzelnen Molekülen Platz, auf dass man dann besser was davor schreiben kann. Als erstes schauen wir uns kurz an, wie viel Kohlenstoffe sind auf jeder Seite. Oh, hier sind 1, 2 auf der linken und nur 1 auf der rechten. Sauerstoffe sind 2 auf der linken, 1 auf der rechten. Hier ist es ganz einfach. Hier sage ich orientiere mich jetzt hier an den Elementen, die am meisten vorkommen, das Kohlenstoff, und nehme hier einfach die Sache mal 2. Wenn ich hier, nochmal schnell zum Zeigen, wenn ich hier eine 2 davor schreibe, ist damit gemeint, dass alles multipliziert wird mal 2. So, das machen wir jetzt so. Jetzt wird kontrolliert. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt sage ich, 2 mal C habe ich, 2 mal C habe ich links, 2 O habe ich hier, und hier, da ja alles multipliziert wird, habe ich das auch. Das ging relativ schnell. Das war einfach. Nächstes Beispiel. Als nächstes Beispiel habe ich mir gleich mal ein etwas scheinbar komplizierteres herausgesucht. Al, Aluminium. Wollen wir ganz langsam einfach mit Sauerstoff, welcher molekular vorkommt, davon immer die 2 hinten am Sauerstoff oxidieren lassen. Wir schauen im Tafelwerk nach oder in irgendeiner Formelsammlung und wissen, dass Aluminium dreiwertig ist und Sauerstoff ist dagegen zweiwertig. Demzufolge, ich hatte es im anderen Video schon mal gezeigt, Aluminium sagt praktisch, ich kann drei meine Außenelektronen, die kann ich gerne loswerden, die will ich nicht haben. Und Sauerstoff sagt sich, naja, das ist schön. ich mache das mal so. Aluminium. Also hätte 1, 2 und 3 Außenelektronen übrig. Das möchte ja immer 8 auf der äußeren Schale haben. Und Sauerstoff sagt, du, ich brauche 2. Dann sagt sich der eine Sauerstoff, oh, das Sauerstoffatom, her damit. Wunderbar. Gefallen mir. Jetzt habe ich 8 auf meiner Außenschale. Und jetzt sagt aber ein anderer Sauerstoff, der da vorbeikommt, und sagt er, na sag mal, hier wäre ja auch noch eins. Also was mache ich denn mit dem? Sagt der andere Sauerstoffkollege. Den kann ich ja auch gerne übernehmen, dieses eine Elektron. Ja, das ist aber ein bisschen dumm. Jetzt würde das nicht ganz reichen. Jetzt wird dieser Sauerstoff noch gieriger und sagt sich zu einem zweiten Aluminiumatom, was da irgendwie in der Gegend rumschwirrt, na komm, dann gib mir mal deins von deinen dreien. Gib mir mal deins auch noch her. Und dann freut sich Sauerstoff. Er hat 2, der hat 2. Und Aluminium sagt, jetzt habe ich 2 auf der Außenschale, es wird ja immer blöder. Und jetzt kommt der letzte Sauerstoff daher und sagt, na, dann gib doch her da. Hab ich meine Ruhe, du hast deine Ruhe. Und so verbindet sich so ein Molekül. Das ist jetzt hier nicht schön gezeichnet, das ist auch nicht unbedingt richtig. Schon gar nicht von der Anordnung der Atome, aber das soll mal hier als, sagen wir mal, sehr profane oder sehr volkstümliche Erklärung genügen. Ich wische das mal weg. Denn eventuell brauchen wir den Platz da nochmal. So, demzufolge habe ich 2 Aluminiumatome und 3 Sauerstoffatome in diesem Molekül. Jetzt geht's aber los. Jetzt sage ich mir, was mache ich zuerst? Jetzt muss ich erstmal gucken und sagen, sehr ungünstig sind immer ungerade Anzahlen von Atomen. Hier habe ich 3, hier habe ich 2 Sauerstoffatome. Also sage ich, Moment mal, um das ist so ein, sagen wir mal, Erfahrungstrick.
Ich schreibe hier einfach eine 2 davor, vor das gesamte Molekül und habe dadurch 6 Sauerstoffatome. Das lässt sich leichter ausgleichen. Leichter ausgleichen insofern, ich habe eine gerade Anzahl und ich kann hier einfach eine 3 davor schreiben. Das kommt davon. Also das wäre der erste Schritt damit. Das wäre der zweite Schritt. Und in diesem Fall muss ich jetzt nochmal nachkontrollieren, sage 1, 2, 3, ja, 3 mal 2 ist 6, 2 mal 3 ist 6 Sauerstoffe, aber ich habe jetzt hier 2 mal 2 Aluminiumatome, dann schreibe ich hier noch eine 4 davor. Das wäre der dritte Schritt. Dann nochmal die Endkontrolle und wenn man das fertig hat, kann man sich freuen. Ich empfehle jedes Mal, hier dazwischen immer die Pause-Taste zu drücken und das alles nochmal nachzuvollziehen. Ne? Also Pause, das werde ich jetzt in Zukunft natürlich nicht mehr machen. Die Pause-Taste kann jeder selber drücken. Gut. Ja, was habe ich mir noch ausgesucht? Hört mal schauen. Ich gebe jetzt im Moment auch die Reaktionsgleichung im Allgemeinen mal einfach vor. Vor heißt, ich mache das deswegen. Natürlich kann man sich, so wie ich eben das mit diesem Aluminium und Sauerstoff dargestellt habe, jedes Mal Gedanken machen, aber das würde jetzt für eine reine Ausgleichsübung ein bisschen zu weit führen. Gedanken machen insofern, dass man sagt, ja, wie setzen sich denn dann die Moleküle zusammen? Das soll uns aber jetzt im Moment egal sein. Wir nehmen uns etwas anderes und zwar Calcium. Calcium steht in der zweiten Hauptgruppe und wir werden dieses Calcium einfach so an Luft legen, mal ganz frech gesagt. Das heißt, wir lassen es oxidieren, ganz gemütlich. Calcium zweiwertig, Sauerstoff zweiwertig, kann man alles nachgucken. Dann entsteht CaO, einfaches Calciumoxid. Ja, das ist Brandkalk und so weiter. Das kann man dann alles noch machen. Das ist jetzt aber unwichtig, wie gesagt. So, was machen wir hier? Wir gucken bloß und sagen, Moment mal, die meisten Atome, die kommen hier als Sauerstoffmolekül vor. Jetzt schreibe ich hier einfach eine 2 davor. Das ist mein erster Schritt. Ne? Habe hier zweimal Sauerstoff auf der rechten Seite, zweimal Sauerstoff auf der linken Seite. Und jetzt muss ich mich bloß noch um die zweimal Calcium rechts kümmern. Das heißt, ich schreibe hier auch nochmal eine 2 davor. Das wäre also mein zweiter Schritt. Nochmal kontrollieren. Fertig. Pause dran denken. Nächstes Beispiel. Ich lasse dieses Calciumoxid, das lasse ich mal mit Wasser reagieren. Also, ich habe schon CaO und ich schreibe jetzt hier H2O dahinter und mal sehen, was daraus entsteht. Ich sag's mal gleich, was daraus entsteht. Daraus entsteht Calciumhydroxid. Das ist CaOH in Klammern zweimal. So spricht man das aus. So, jetzt geht es los. Jetzt gucke ich einfach und sage, ich habe hier. Hier steht eine stille 1, ne? Also das darf man nicht vergessen. Wenn ich Chemiker nichts schreibe, ist eine stille 1 gemeint. So wie ich nur x in der Mathematik schreibe und meine aber ein x. Calcium habe ich einmal, links habe ich Calcium einmal. Zählen wir die Sauerstoffe. Links 1, 2 Sauerstoffe. Rechts, da das in Klammern zweimal steht, heißt das 2 Sauerstoffe und 2 Wasserstoffe. Also 2 Sauerstoffe. Stimmt auch. Kann ich mich freuen. Jetzt schaue ich noch und sage, hier habe ich 2 Wasserstoffe. Gucke hier nach links, habe ich auch. Ich bin fertig. Ich muss gar nichts davor schreiben. Das ist jetzt ganz günstig. Wir schnappen uns dieses. Nee, ein anderes Beispiel. Wir schmeißen mal Calcium ganz frech in Wasser rein. Also ein normales Calcium legen wir nicht einfach bloß an die Luft, sondern wir schmeißen das direkt in Wasser rein. Mal sehen, was passiert. Okay, ich weiß schon, was passiert. Es entsteht auch etwas. Und zwar dieses Calcium in Wasser geworfen bedeutet, da entsteht auch Calciumhydroxid und Wasserstoff entweicht. Also wieder Ca, OH. Die OH-Gruppe ist einwertig negativ, deswegen in Klammern zweimal. Calcium ist zweiwertig positiv. Plus Wasserstoff. Und der, oh, nee, den schreibe ich mal ein bisschen weiter. Na, das war nicht gut. Den schreibe ich mal ein bisschen weiter rechts, damit ich Platz habe. So. Da der Wasserstoff entweicht, macht der Chemiker gerne einen Pfeil nach oben dran. Und jetzt müssen wir einfach gucken. Jetzt müssen wir sagen, so Ca habe ich einmal links, einmal rechts. Ich gucke mal nach den allermeisten anderen Atomen. Dann hätte ich hier zweimal Sauerstoff. Hier habe ich einmal Sauerstoff. Noch viel mehr kommt Wasserstoff auf der rechten Seite zumindest schon mal vor. Hier habe ich zwei und hier habe ich zwei. Eigentlich wieder einfach. Jetzt
sage ich, okay, wenn ich hier zwei habe und hier zwei, hier aber auf der linken Seite auch zwei, hier eine 2 davor schreibe, dann ist damit gemeint, 2 mal H2 sind 4 Wasserstoffatome. Rechts und links stimmt wieder. Jetzt gucke ich bloß noch nach dem Sauerstoff, ob der stimmt. 2 mal links, ne? 2 mal vor alles, ergibt links 2 Sauerstoffatome. Und da das ja in Klammern 2 mal ist, bedeutet das auf der rechten Seite auch 2 Sauerstoffatome. Lässt sich eigentlich ganz einfach darstellen. Calcium kann ich so lassen, kommt einmal vor. Ne? Die Klammer 2 mal bezieht sich nur auf die OH-Gruppe. Ich hoffe, das war bis dahin verständlich dargestellt. Wir machen jetzt mit Calcium mal weiter. Ganz einfach, weil sich das bietet sich auch chemisch an. Ein typischer Fall wäre, wenn ich Calciumhydroxid habe, der Maurer, der sagt einfach Kalk dazu. Und dieser Kalk härtet dann aus, wenn ich nass mache und er mit dem Kohlendioxid der Luft in Verbindung kommt. Also, wir schnappen uns unseren Kalk. Aber korrekterweise sage ich jetzt lieber Calciumhydroxid dazu, CaOH in Klammern zweimal. Und ich gebe jetzt den Kohlendioxid der Luft dazu. Das dauert eine Weile, aber das funktioniert. Das wissen wir alle, sonst würden alle Häuser ja zusammenfallen, die irgendwie was mit Beton oder Kalk zu tun haben. Daraus entsteht Ca, CO3. CO3 ist ein Carbonat, das kommt von der Kohlensäure her. Und die CO3-Gruppe ist auch zweiwertig negativ. Ich habe es jetzt vorgegeben, wir kümmern uns jetzt mal nicht um den Rest. Und ja, was entsteht noch dazu? Es entsteht noch im Allgemeinen etwas Wasser dazu. Wir kontrollieren die Gleichung und sagen, gut, fangen wir an. Wir haben hier sehr viele Sauerstoffatome. Ich habe hier 1, 2, 3. Oh, hier habe ich 1, 2. Nein, Moment, ich habe mich verzählt. Entschuldigung. Nochmal Sauerstoffatome. 1 plus 3 sind 4. 4 rechts, ne? 4 Sauerstoffatome rechts. Und ich habe hier auf der linken Seite 2 und hier 2 sind auch 4. Gut, muss ich mich nicht drum kümmern. Jetzt guckt mich der Wasserstoff an. Ich habe rechts 2, ich habe links 2, passt. Ich habe ein C-Atom und hier auch eins, passt. Ich habe ein Calciumatom und hier auch passt. Es gibt verschiedene Varianten. Ich könnte jetzt noch was ganz Verrücktes machen. Ich könnte meinetwegen irgendwelche Stoffe so lustig miteinander reagieren lassen, dass ich sage, ich bastel mir ein Molekül, wenn man das als Chemiker hinbekäme, und schreibe links was hin, woraus ich das herstelle, die Edukte und rechts das Produkt oder die Produkte und dann einfach mal wild ausgleichen. Dieses wilde Ausgleichen, das kann man aber erst, wenn man dann einigermaßen sattelfest ist in Chemie. Und immer geht das auch nicht, man kann nicht alles mit allem irgendwie kombinieren. Wie gesagt, wir machen weiter mit der Übung. Es geht weiter insofern, dass ich mir noch eine Geschichte herausgesucht habe. Moment, jetzt muss ich gucken. Ich glaube, ich habe das mit dem Aluminium, hatte ich schon gemacht. Ja, hatte ich schon vorgezogen. Gehen wir mal in die organische Chemie. Und zwar habe ich Folgendes vor. Ich möchte ganz einfach einen Traubenzucker, C6H12O6. Den möchte ich mittels eines der Hefe, möchte ich das umwandeln in Schnaps. Ich möchte also Wein herstellen. Und Wein enthält Alkohol und auf diese chemische Verbindung kommt es mir jetzt an. C2H5OH. So geschrieben. Das ist jetzt nicht, dass jetzt jemand denkt, das ist unbedingt gleich eine Basis. Das hat jetzt damit weniger zu tun. Und es entsteht, das wissen wir alle, oder wer es schon mal gesehen hat, der weiß, dass auch CO2 dabei entsteht. Das ist dieses Gas, was aus dem Blubberröhrchen da immer entweicht. Gut, ja, lassen wir die Reaktion starten. Es entsteht daraus und jetzt sind wir wieder vor dem Problem des Ausgleichens. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben sehr viele Wasserstoffatome links, 12 Stück. Wir haben auf der rechten Seite Wasserstoffatome, hier 5 plus 1 ist 6. Wenn ich jetzt einfach ganz frech hier was davor schreibe. Und zwar,
ich schreibe hier eine 2 davor, dann hätte ich diese 12 Wasserstoffatome schon mal hinbekommen. Jetzt heißt das 2 mal, der gesamte Ausdruck ist also 2 mal 5 plus 1 ist 6, 2 mal 6 ist 12, passt. Jetzt habe ich hier auf der rechten Seite, bleiben wir gleich mal beim Kohlenstoff, habe ich hier 2 Kohlenstoffe mal 2 sind 4 und hier einen dazu sind 5. Oh, ich habe hier 6. Das ist natürlich dann ein bisschen ungünstig und jetzt muss ich mir was überlegen. Gut, gehen wir erst zum Sauerstoff. Ich habe hier 2 mal 1 sind 2 Sauerstoffe und hier 2 sind 4. Hier habe ich 6. Irgendwas muss ich tun. Einfachste Idee ist, ich sage, naja, gut, wenn das so ist, gucke ich mal, ob ich das ganze Problem auch schon mit dem Kohlenstoff, mit einem nächsten Schritt ausgleichen kann, indem ich sage, ich nehme hier eine 2 davor. Das wäre also mein zweiter Schritt. Und die Überlegung ist jetzt folgende. Ich habe hier 2 mal C plus 4 mal C sind 6 mal C. Passt. Ich habe hier 12 Wasserstoffe. Passte schon vorher. Ich gucke mir jetzt noch den Sauerstoff. Und falls es nicht passt, muss ich mit weiteren Zahlen arbeiten. Ich habe hier 2 mal Sauerstoff und noch 2 mal sind 4. Ich habe hier in der im Alkohol habe ich 2 Sauerstoffatome und hier habe ich 2 mal 2, also 4. Und die 2 dazu sind 6. Passt. Ich bin fertig. So kann man das in diesem Fall machen. Jetzt machen wir mal einen Spaß. Das wäre, mancher Trinker würde jetzt sagen, das ist Alkoholmissbrauch. Ich nehme jetzt 2H5OH. Also meinen Alkohol. Und ich möchte den verbrennen. Das wird durchaus gemacht. Das ist Brennspiritus zum Beispiel. Ist auch Alkohol, den man extra deswegen verbrennt, weil er so schön sauber verbrennt. Nämlich in Kohlendioxid und Wasser. Das ist das Schöne dabei, es gibt sogar richtige Öfen dafür. Natürlich, jetzt könnte man sagen, das Kohlendioxid, das ist aber nicht schön, wenn man das Kohlendioxid jetzt dabei entstehen lässt. Bloß machen wir uns nichts vor bei allen Verbrennungsprozessen und wenn man es warm haben will, passiert sowas immer wieder. Wir nehmen es jetzt aber nur, um zu üben. Wir schauen. Also C2H5OH. Was sind die meisten Atome bei der ganzen Geschichte? Aha, das sind unsere, ich mache das mal in einer anderen Farbe, das sind diese und zwar 6, oh, nicht schön, kleinen Moment, das sind 6 Hs, die schwirren hier rum. Zählen wir die auf der rechten Seite, ich habe nur 2. Wie könnte man weitermachen? Jetzt kann man sich überlegen, wenn ich das so mache, 6 Hs, dann könnte ich das ja ganz einfach ausgleichen. Ich mache das jetzt extra mal in einer anderen Farbe. Ich schreibe hier einfach frech eine 3 davor. Dann wäre ich mit dem Thema Wasserstoff schon mal fertig. Ich habe links 6 mal H, 5 plus 1 ist 6. Und ich habe jetzt 3 mal 2 einfach genommen und hätte das Problem wahrscheinlich schon erledigt. Ja, jetzt muss man weiterzählen. Jetzt habe ich aber hier 2 Kohlenstoffe, hier habe ich nur einen. Jetzt könnte man versucht sein, hier einfach mal schnell eine 2 davor zu schreiben. Würde ich in diesem Fall auch machen, rein von der Erfahrung her. Ich mache das mit dem Kohlenstoff mal in lila. Also Kohlenstoff habe ich hier 2 und hier nur 1. Also sage ich hier, ich schreibe einfach frech eine 2 davor. Jetzt muss ich aber spätestens mal an den Sauerstoff denken. Und ich schaue auf die linke Seite. Ich habe jetzt hier, wie viel Sauerstoff? Jetzt müssen wir gucken. 1. Und das Lustige, oder das Schlimme ist, hier habe ich 4 plus 3, das sind 7 Sauerstoffe. Jetzt wird es also etwas spannend. Jetzt müssen wir uns wirklich noch was überlegen, wie man mit dem Sauerstoff umgeht. Und dazu, Moment, ich muss eine Pause machen, ich werde gerade angerufen. So, weiter geht's. Jetzt kümmere ich mich darum. Ich hatte aber gesagt, wir wollten ja eigentlich eine Art Alkoholmissbrauch betreiben. Pardon, ich hatte vergessen, dass wir alles ja verbrennen mit Sauerstoff. So, schauen wir nach. Ist am besten, wir kontrollieren das alles nochmal. Wir hatten uns zuerst um die H-Atome gekümmert. Das sind 6 mal H links. Jetzt habe ich durch diese hellblaue oder türkise 3 hier auch 6 mal Sauerstoff draus gemacht. Jetzt gucken wir hier. Wir hatten uns um den Kohlenstoff gekümmert. Frecherweise haben wir hier dann eine 2 davor geschrieben, weil ja hier links 2 stehen. Und
müssen uns jetzt noch, jetzt mache ich es noch in einer anderen Farbe, jetzt noch um den Sauerstoff kümmern. Ich habe hier auf der Seite 2 mal 2 sind 4 plus 3 sind 7 Sauerstoffe. Also die und die zusammen sind 7 mal O. Ich gucke mal auf die linke Seite, hier habe ich einmal und hier habe ich 2. Das heißt, eigentlich bin ich in einer luxuriösen Lage, denn 3 mal O ist im Moment da. Und das ganze Problem kann ich lösen, also hier 7 und da 3. Wenn ich jetzt hier eine 3 davor schreibe, dann hat sich das Problem erledigt, von ganz alleine. Kontrollieren wir. 3 mal 2 ist 6 plus 1 ist 7, passt. Jetzt nochmal alles kontrollieren, hat sich hier noch was geändert. Wir schauen nochmal, 2 mal C passt. Die Sauerstoffe hatte ich mich drum gekümmert. 3 mal 2 sind 6 Wasserstoffe. Hier sind 6 Wasserstoffe. Ich bin fertig. Welches Beispiel habe ich noch? Jetzt könnte man noch alles Mögliche anstellen. Ach ja, gehen wir nochmal in die anorganische Chemie. Ich habe vor. Ein typischer Prozess, der immer wieder jeden Tag vorkommt bei der Eisenherstellung, ist, ich habe Eisenoxid, und zwar muss man hier, Fe2O3, muss man Dieisentrioxid sagen. Ne? Die 2, Tri, die 3. Dieisentrioxid. Und das ist also einfacher Rost oder sagen wir Eisenerz. Und im Hochofen wird das so gelöst, dass man daraus Eisen machen kann, indem man dieses ganz gierige Kohlenmonoxid dazu gibt. Das Kohlenmonoxid, schnell nochmal zur Erklärung, ist deswegen so gierig, das sucht gerne noch eine bessere Bindung. Kohlenstoff ist eigentlich in diesem Fall mal ausnahmsweise zweiwertig, möchte aber gerne vierwertig sein. Möchte noch 2 Elektronen abgeben, 2 hat Sauerstoff. Kommt jetzt noch ein zweiter Sauerstoff dazu, dann schnappt sich dieser Kohlenstoff sehr gerne den zweiten Sauerstoff, sodass CO2 draus wird. Und das ist letzten Endes der Trick, wie man den Sauerstoff hier aus dem Eisenoxid rauskriegt. Das heißt also, hier hinten steht dann auf der rechten Seite das Eisen, was wir rausbekommen wollen, und es entsteht CO2. Aus dem Kohlenmonoxid wurde Kohlendioxid. So, wie geht's jetzt los? Jetzt gucken wir uns das wieder an. Wir haben auf der linken Seite Sauerstoffe am meisten, nämlich 3 plus 1 ist 4. Und ich habe hier nur 2. Jetzt könnte man sagen, naja, gut, wenn wir uns um die Sauerstoffatome kümmern, ich fange mal damit an. Erster Schritt, ich kümmere mich um die Sauerstoffatome, dann habe ich jetzt hier 4 und auf der linken Seite auch 4. Jetzt müssen wir gucken, jetzt haben wir aber das ganze CO2 zweimal genommen, das heißt, wir haben hier noch ein bisschen was dazu getan. Wir haben jetzt nämlich plötzlich zweimal hier ein C-Atom. Und jetzt wird es scheinbar komplizierter. Jetzt muss ich mir was ganz anderes überlegen und muss sagen, eieiei, wenn ich hier eine 2 hinschreibe, was wird dann daraus? Wenn ich hier eine 2 hinschreibe, dann hätte ich hier 5 Sauerstoffatome. Wenn ich hier eine 2 hinschreibe, hätte ich hier 5 Sauerstoffatome. Das ist nicht günstig. Da muss man zu einem kleinen Trick greifen. Wir müssen die ganze Sache mal umkehren. Ich nehme die Zahlen nochmal weg. Zack. So. Und ich sage mir, wenn ich hier 3 habe, das ist auch wieder so ein bisschen Erfahrung, wenn ich hier 3 Sauerstoffatome habe und hier eins dazu, habe ich 4, gut. Wenn ich jetzt aber 3 dazu tue, das also als ersten Schritt nehme, habe ich wieder eine gerade Anzahl, dann passt mir das ganz gut. Zählen wir mal zusammen, dann habe ich hier 3 plus 3, 6 Sauerstoffatome. Und das kann ich ganz einfach mal, indem ich nämlich hier wieder eine 3 davor schreibe. Also ich fange hier dann auf der linken Seite an. Das ist ein bisschen Jonglieren. So, kurze Frage, stimmt der Sauerstoff? 3 mal O plus 3 O sind 6 O, 3 mal 2 O sind 6 O, passt. 3 mal Kohlenstoff, 3 mal Kohlenstoff, passt. Aber ich habe jetzt hier 3 mal... ich habe das Eisen noch nicht beachtet, denn das Eisen ist bis jetzt nur hier zweimal und hier nur einmal vorhanden, also schreibe ich hier noch eine 2 davor und bin dann fertig. Ich empfehle allen, also wie gesagt, jedes Mal hier dazwischen immer diese Pausen zu machen oder sich das Video nochmals anzuschauen und Pausen zu machen und so weiter und so fort. Jetzt mache ich es ja doch, also das Wort schreibe ich jetzt aber nicht hin. Ihr wisst alle, was gemeint ist. So könnte man
rangehen. Das geht noch ganz anders. Man kann es auch machen mit Ionen und mit Elektronen, die frei werden. Die ganze Sache immer als Redoxreaktion betrachten. Das schon, aber sagen wir mal, als Anfänger genügt das für einfache Reaktionsgleichungen und ich halte die bis jetzt alle noch für einfach. Bis jetzt haben es die Schüler auch gekonnt. Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht könnte man noch ein bisschen. Ja, habe ich. Das Beispiel habe ich jetzt eigentlich. Nee, das würde jetzt zu weit führen, oder? Ach, naja. Machen wir es noch, weil es scheinbar ein bisschen schwieriger ist. Und zwar schnappe ich mir Schwefelsäure, H2SO4. Den alten Spruch kennt jeder: Dann trinkst du in deinem Leben niemals Bier und stürze dich in H2SO4. Das ist albern, aber H2SO4. Lalalala, diesen Rhythmus des Wortes H2SO4 kann man sich ganz gut so einprägen, auch wenn es Blödsinn ist. Wir nehmen H2SO4 und kippen diese Säure, das Schwefelsäure, einfach auf Eisen drauf. Mal sehen, was passiert. Es muss ja wohl Eisensulfat entstehen. Wir nehmen mal in diesem Fall, ja, wir nehmen mal in diesem Fall, Eisensulfat, wir machen die ganze Sache ein bisschen komplizierter und zwar so, dass wir den Eisen dreiwertig lassen und da ja dieser Säurerest SO4 zweiwertig ist, brauchen wir den 3. Das war so ähnlich wie mit dem Aluminium. Hier übrigens die Pause, ne? So, wenn wir das machen, entsteht auf jeden Fall noch, das ist immer zu befürchten, wenn man eine Säure irgendwo über ein Metall kippt, meistens. Ich glaube sogar in allen Fällen, die ich jedenfalls kenne, entsteht noch Wasserstoff, der entfleucht uns wieder. Daher dieser senkrechte Pfeil. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt müssen wir wieder gucken und sagen, wir haben hier relativ viele Sauerstoffatome. Wir haben also überhaupt in der Gleichung, wir haben hier noch mehr, das sind 12 Stück. Ne? O4 mal 3, 4 mal 3 ist 12 Stück. Wenn wir uns das so anschauen, dann wäre es vielleicht nicht falsch zu sagen, fangen wir auch grundsätzlich, man macht es ja mit den meisten Atomen, fängt man an und sagt, na gut, fangen wir damit an. Hier habe ich 12, hier habe ich nur 4, dann schreibe ich hier einfach frech, das ist der erste Schritt, eine 3 davor. Jetzt können wir kontrollieren, jetzt können wir sagen, gut, jetzt habe ich hier 3 mal 4 ist 12, das passt mit den Sauerstoffatomen. Ich habe 3 mal S. Oh, ich habe 3 mal S, das hat ja auch gut gepasst. 3 mal S, hier steht eine stille 1, also 3 mal S, hat auch gut gepasst. Das ist schön. Jetzt habe ich hier 3 mal H2. Jetzt kann man ja locker sagen, dann schreibe ich hier auch eine 3 davor. Das wäre also der zweite Schritt. Und jetzt brauche ich bloß noch nach dem Eisen zu gucken und sage, Fe habe ich hier zweimal, dann schreibe ich hier nur 2 davor. Und jetzt kommt die Endkontrolle und dann bin ich eigentlich schon fertig. Also schauen wir nochmal. Jetzt wird einfach zusammengezählt. 3 mal 2 Wasserstoffatome, 3 mal 2 Wasserstoffatome passt. 3 mal ein Schwefelatom, 3 mal 1 rechts passt. 3 mal 4 ist 12 Sauerstoff. Hier steht 3 mal SO4, ne? Hier, 3 mal 4 ist 12, passt. 2 mal Eisen links, 2 mal Eisen rechts, passt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, wenn ihr dann beigeht und jedes Mal diese Schritte nachempfindet, so dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Ich kenne Chemiker, die machen es so wie ich, so aus dem Gefühl heraus. Ich kenne auch andere, die machen sich das scheinbar komplizierter, aber haben einen Weg, der immer geht. Aber zu Redoxreaktionen und sagen wir mal zu der anderen Form des Ausgleichens, da komme ich dann später vielleicht nochmal. Normalerweise unterrichte ich ja Mathe und Physik.